Body Modification. 6 Monate bis zu deinem Traumkörper. So, herzlich willkommen hier zum neuen Video. Part 4 ist es mittlerweile. Das nächste Video geht wieder darum, dass wir wiegen. Heute gibt es ein Training, dann gibt es noch einen Einkauf, den wir zusammen machen. Und Herr Nordmann, sagen Sie mal, wie geht's Ihnen jetzt gerade? Ja, also einen ziemlichen Beinkater vom gestrigen Training. Der Herr Zwiers hat mich wieder auseinandergenommen. Und also ich bin heute motiviert. Auch wenn ich ziemlich müde bin, hatte gestern eine lange Fahrt hinter mir. Bin gestern mal außerhalb der Grafschaft gewesen und sowas, weit unterwegs. Nice. Und naja, ziemlich ermüdet noch von der Fahrt, aber. So, wir gucken mal den Gesichtsausdruck an, währenddessen ich etwas erzähle. Ja. Es war ja so, die Regel so ein bisschen, dass wir so ein bisschen was auf den Zettel geschrieben haben und dass es danach demnach Strafintervall gab. Und das weißt du noch, richtig? So, ja, ein paar Einheiten haben wir noch nicht gemacht. So. Und ich habe natürlich nicht gesagt, dass ich das nicht tun werde, beziehungsweise dass es die Strafe nicht gibt. Und heute ist ein schöner Samstag, es ist jetzt mittlerweile 7:30, glaube ich. Du hast heute Abend noch was vor, aber ich denke, dass du heute an deine Grenzen kommen wirst. Und heute kombinieren wir alle Strafen zusammen, damit es ab nächster Woche keinen einzigen Fehler mehr gibt. Wir waren gestern schon mal wieder auf der Waage, wir sagen jetzt nichts dazu. Ist auf jeden Fall positiv, würde ich sagen. Wir haben selber ein Gewicht für Montag geregelt, was er haben muss. Falls nicht, ja, dann gibt's auf die Nüsse, sage ich mal. Und das musst du auf jeden Fall schaffen. Auf jeden Fall, wir sind gerade dabei, ein bisschen zu boosten für alle, die das gucken und auch ein bisschen abnehmen wollen, beziehungsweise ein paar Tipps wollen. Vor dem Training würde es Sinn machen, grünen Tee zu trinken. Und das ist jetzt ein Kaffee mit Guarana. Das ist einfach koffeinhaltige Pflanze. Und was dazu gibt, sind Motivationsvideos, natürlich damit man auch mit Energie und mit Motivation ins Training starten kann. Das machen wir jedes Mal vorher und das ist eine gute Sache, finde ich. Und ja, lass es dir schmecken und ich würde sagen Prost, Orti. Jo, und cheers. Gleich werde ich dich fertig machen. Und ihr seht heute ein bisschen mehr vom Training und ja, bis gleich. So, Orti, die letzte Minute. Jetzt wollen wir nochmal alles geben, ja? Also die letzte Minute vom ersten Intervall. Gut so. So, jetzt gehen wir erstmal 6 km hoch und machen die Steigerung auf 7. Gut so. Okay, noch 55 Sekunden. Jetzt gucken wir mal, was wir in dieser Minute rausholen. Sehr gut. Komm schon. 45. Einfach dabei. Wir machen gleich etwas für dich selber. So, wenn wir gleich an der 7. Minute sind, ja? Können wir noch freiwillig eine halbe Minute dazu machen. Wenn du die noch schaffst, machst du die noch, okay? Okay, gut so. Komm schon, was machst du? Weiter geht's, 25. Gut. Komm schon, die Minute, die jetzt noch fehlt, schaffen wir auch. Gehen wir runter und machen Geschwindigkeit hoch und runter. Komm, du machst jetzt die Minute 30, das schaffst du. Sehr gut. Gleich haben wir das normale Training, dann gibt es noch eine Intervall einmal. Okay, jetzt gehen wir hoch. Komm schon, halbe Minute noch. Wir ziehen jetzt voll durch, ja? Gib alles hier. Gut so, sehr, sehr schön. Komm schon, noch 25 Minuten. Sehr, sehr gut. Okay, 20. Gut so, komm schon, 10 km. Okay, jetzt gehen wir wieder langsam. Langsam laufen. Genau, machen wir so. Wir machen bis zu 40 Sekunden. Okay, sind wir mit 40. Komm schon, Leute. Das schaffst du. Und steige ich ein bisschen mit ein. Komm schon, 15. Komm schon. Gut so, 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, Orti, wie fandest du es bisher? Bleib mal stehen. Wie fandest du es bisher? Skala von 1 bis 10? 11. Und wir haben jetzt gerade mal 7 Minuten gemacht, also schien schon anstrengend zu sein. Ja, wir machen jetzt gleich weiter und fangen dann mal an, die Rotatoren aufzuwärmen. Sehr gut. So, jetzt fange ich an, das einmal zu kommentieren, beziehungsweise das Bankdrücken hier zu kommentieren. Wir machen insgesamt 4 Sätze A12 Wiederholungen. Das ist wieder die einzige Übung für die Arme, beziehungsweise für die Brust, die wir machen können, weil Hendrik hatte jetzt eine Sehnscheinentzündung. Um das nicht weiter auszureizen, möchten wir einfach wenig machen.
was die Arme angeht und wirklich, dass wir in ein, zwei Wochen wieder voll durchstarten können. Es ist jetzt nicht grundlegend schlimm, wenn jetzt jemand da gewesen wäre und sagen wir mal, als Hauptziel dünn wäre und da Muskeln aufbauen würde, wäre es natürlich blöd, weil man halt Muskeln aufbauen möchte und dazu auch die Arme braucht. Ich meine, hier kann man es anders machen, weil wir können Bauch noch trainieren, wir können Beine noch trainieren und halt viel Intervall machen und sowas halt. Und wie gesagt, hier arbeiten wir mit 4 Sätze à 12 Wiederholungen. Vom Video her generell läuft das hier ein bisschen anders ab. Am Ende gehen wir noch einkaufen. Der Einkauf, da kann ich schnell was zu sagen, ist wirklich ziemlich zügig gezeigt, um das Video kurz zu halten. Das haben wir flüchtig aufgenommen, um mal eben kurz zu gucken, was kommt so im Einkaufswagen rein, was kann man sich so gönnen, sage ich mal. Und wie sieht die Ernährung so circa aus? Wir waren schon mal eher einkaufen, dann aber nur diese Basics einkauft haben wir dann. Und jetzt nochmal die Sachen, die noch wirklich fehlten, um das nochmal anzupassen an Hendriks neuen Ernährung in der nächsten Woche. Und ja, falls ihr mal ein Video möchtet, wo wir ein bisschen ausführlicher auf den Einkauf eingehen, warum was und warum das Ganze, was wir dann kaufen, dann könnte man das wohl mal machen. Müsst ihr einfach in den Kommentaren erwähnen. Wie gesagt, ich zeige jetzt kurz eben das Training hier, also dieses Bankdrücken, das kommentiere ich nach und jetzt gleich kommentiere ich wieder alles live, beziehungsweise zeige ich wieder alles live, weil ich das hier mal ein bisschen anders strukturieren wollte und dann, dass ihr auch seht, wie so ein Training sozusagen abläuft. Also ich stehe nicht einfach daneben und sage, hey, mach mal die Übung und fertig. Also da muss man echt schon ein bisschen drillen, sage ich mal, und motivieren, dass er auch bis ans Ende geht. Und ich denke, das macht auch später den Unterschied zu dem, ob man zu zweit trainiert. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß beim Gucken. Bis dann. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich will 30 sehen. 11, 12, sehr schön. 13, 14, 15, Hälfte hast du. 16, 17, 18, 19, komm schon. 20, noch 10. 21, 22, schneller. 23. 24, schneller, 25, 26, 27, 28, 29, 30, sehr gut, erster Satz durch, sehr schön, los, komm, 40 Stück, 2, 3, 4, 5, schneller arbeiten, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, schneller, 13, 14, 15, 16, 17, gut so, 18, 19, 20, Hälfte hast du, 21, 22, 23, 24, komm schon, 25, 6, komm schon, Junge, weiter geht's, 15 noch, komm schon, 1, 2, 3, 4, 5, noch 10, 1, 2, 3, beiß dich durch, komm schon, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gut so, ne? Sehr, sehr schön. Na, tut weh? Tut's weh? Ja. Gut. Ich möchte genau jetzt 45 Wiederholungen sehen. Ich nehme schon auf. Komm schon. 1, 2, 3. Nicht vorher aufgehen. 4, 5, 6. Wenn wir Stopp machen, wir wiederholen da alles nochmal neu. 8, 9, 10. Komm schon. 1, 2, 3, 4. Schneller. 5, 6, 7, 8, 9, 10, noch 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, komm schon, 7, 8, 9, 10, noch 15, 1, 2, komm schon, hintereinander weg, 4, 5, 6, 7, komm schon, 8, 9, 10, komm schon, 11, 12, 13, 14, 15, sehr, sehr stark, sehr gut. Geht's noch weiter. So, die Pause ist durch. Die letzten 2 Minuten waren die. Jetzt geben wir Gas, ja? Okay, kommen wir mal rein. Ja, wir mussten gerade eine kurze Pause machen, weil dem Herrn geht es nicht so gut. Hier steht sogar schon die Wanne. Kann ich einfach hochheben. Da. Das wird sich übergeben. Das ist 1,5 Minuten noch. So, jetzt hauen wir nochmal rein, ja? Komm schon, jetzt zeig mir nochmal, dass du es willst. Einfach durchziehen, ja? So, dann geht's.
gehen wir gleich mal einkaufen und dann ist der ganze Abend doch safe. Die erste Minute ist weg. Oben bleiben. Einfach dabei bleiben. Komm schon, eine Minute noch. Ja, eigentlich wäre die Anstrengung safe heftiger gewesen, aber ich denke, dass wir eben die Pause machen mussten oder gemacht haben, ist okay. Aber wie gesagt, das waren 15 Minuten extra Intervall, was sonst gar nicht reingekommen wären. Und halt die 7 Minuten am Anfang. Und wir konnten die Brust jetzt im Kritik trainieren, weil halt die Sehenscheinentzündung noch ein bisschen angeschlagen hat. Okay, gut, so, die letzten 20 Sekunden jetzt. Hauen wir nochmal rein, ja? Kommt schon. Kommt schon. Noch 15. Kommt schon, jetzt nochmal rein. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Noch 10, 9, 8, 7, 6, kommt schon, 5, 4, 3, 2, 1, sehr gut. So, Rekord ist fertig. Was würdest du sagen, wie schwer war das Ganze heute? Herr Nordmann, warte mal, ich fahre die Kamera mal ein bisschen dichter dran, damit man das ein bisschen besser beurteilen kann. So, wie schwer war die ganze Show so heute, sag mal. 12,5. Wo kommt der halbe denn noch her? Von den letzten 2 Minuten? Von der letzten Klumpen war die Granate. Mir geht es wirklich die Pumpe. Okay, gut so. Ja, wir gehen gleich einkaufen und man sieht sich gleich. Jetzt durch mit dem Training. Bei uns gibt es jetzt einen grünen Tee. Mal eben eine generelle Empfehlung für euch. Falls ihr Training macht und täglich trainiert oder einmal eine Woche, ganz egal. Trinkt diesen grünen Tee, also er hat wirklich für den Stoffwechsel eine positive Eigenschaft. Man verbrennt langfristig mehr Fett, also der Fettabbau ist auf jeden Fall besser. Und man baut auch mehr Muskeln auf, also langfristig gesehen. Es ist zwar minimal, aber das macht schon aus. Also ich mache das jetzt schon ein Jahr so oder 2 Jahre sogar fast, ich würde sagen anderthalb, sagen wir mal ungefähr die Mitte, dass ich wirklich jedes Mal vor und nach dem Training diesen grünen Tee trinke und auch über den Tag hinweg. Man fühlt sich einfach besser und ja, man muss ja sowieso irgendwas trinken, sag ich mal, und für nach dem Training vielleicht, beziehungsweise man kann sogar umrechnen, dass man dadurch ein paar Kalorien erspart, die man durch die Ernährung, sag ich mal, wieder wettmachen kann, also ein bisschen mehr essen kann. Noch ein paar Fragen an Herrn Nordmann. Wir haben das jetzt so gehandhabt mit diesem Training, beziehungsweise mit der Ernährung, also Woche 1 war wirklich so, wir wollten jeden Tag hingehen, wir haben aber Donnerstag ausgelassen. Und noch irgendeinen Tag, ich glaube Mittwoch, ganz einfach darum, weil der Kater war erstens zu krass, es passte zeitlich jetzt nicht ganz so ins Konzept, aber grundlegend lag es am Kater und dass wir halt vernünftig weiterarbeiten wollten. So, und von der Ernährung war es halt so, Woche 1 habe ich gesagt, ich schicke dir etwas, was du essen sollst und du sollst mir ein Foto senden und falls es nicht gesendet wird, würde es theoretisch Strafintervall geben. Ja. Am ersten Tag hat so Bombe geklappt, dass am nächsten Tag alles Strafintervall war, ganz klar. Und jetzt mittlerweile ist es so, es klappt ziemlich gut. Also ich habe das auch schon gelassen, von wegen, dass er noch Strafintervall bekommt. Das habe ich, glaube ich, seit Mittwoch gelassen, weil es schon freiwillig sendet. Heute haben wir nochmal ein bisschen Strafintervall abgearbeitet. Wurde jetzt auch über die 2 Wochen gemacht und jedes Mal wirklich, sag ich mal, abgearbeitet. Weil es ist so, ich habe das jetzt so gesagt, meinetwegen, ich rechne eine bestimmte Zahl X aus in diesen Strafintervall an Kalorien, die man verbrennt. Und wenn Hendrik natürlich die Mahlzeit nicht sendet und selbst wenn er sie gegessen hat, rechne ich ungefähr aus, was würde denn der Unterschied sein wie zu einer Mahlzeit, zu einer Pizza oder so jetzt. Wie viel Kalorien ungefähr? Und die setze ich dann da ein als Strafminuten und damit machen wir es halt wieder wett. Also dann musst du zwar mehr leiden, aber im Endeffekt kommt es aufs Gleiche raus. Heißt jetzt nicht, dass er einen Freifahrtschein hat. Zum Beispiel, wann war das? Vorgestern hast du noch nicht Eis gegessen, oder? Ja. Und das war sehr warm draußen und die Verlockung war sehr groß. Genau, er hat Eis gegessen, er hat es mir zwar gesagt, vorher hat er mir mal was nicht gesagt, war nicht ganz so geil, weil das musste er auch spüren, sag ich mal. Ja. Aber dann sag mal, wie das Workout dann vorgestern war oder gestern. Also gestern warst du wohl... Ja, also... Ja, das ist schon wirklich wohl. Ich hatte ja Beinpresse nachher und die Wiederholungsanzahl, die war deutlich... Also um das mal genau zu sagen, wir haben Beinpresse gemacht und es war so, das war erstmal der erste Fail im Training, er sollte 15 Wiederholungen machen. So, und dann hat er die ab 10 hat er abgebrochen, sag ich mal, mit mittelmäßig schwerem Gewicht, sag ich mal. Und dann
haben wir gesagt, wenn er abbricht, muss er 1500 Wiederholungen machen. Also 15 Wiederholungen a 100 Sätze oder 100 Sätze a 15 Wiederholungen. Ist natürlich eine utopische Zahl. Es ist einfach, um die Motivation zu steigern. Und dann haben wir gesehen, es geht nicht ganz auf die 1500 zu. Und dann haben wir gesagt, wenn du jetzt 150 Wiederholungen am Stück machst, also er hatte schon 50 gemacht, wenn du jetzt 150 am Stück machst und die wirklich am Stück durchziehst, ohne länger als eine 5-Sekunden-Pause, die zähle ich dann ab, dann bist du befreit von dem Training, sag ich mal, beziehungsweise von der Beinpresse. Ja, und danach haben wir noch Strafintervall gemacht und dann nochmal 5 Minuten extra für das Eis natürlich und für die Scheiße, die du am Montag gegessen hast. Ja, dafür entschuldige ich mich auch nochmal. Und auch, natürlich, mir tut es für mich selbst sehr auch leid. Das Training, was ich hier täglich mache, und ich arbeite mir wirklich den Arsch ab und die Sache dabei ist dann auch, man macht sich im Grunde genommen selber kaputt, auch dass, wenn er das so ausrechnet, von wegen mit dem, dass er das Training so hart einplant, dass man zum Beispiel, wenn ich jetzt cheaten würde, beziehungsweise, dass das dann trotzdem damit eingerechnet wird, dass ich trotzdem noch abnehme, ist ja trotzdem kein Grund dafür. Man kann ja trotzdem sich noch gesünder ernähren, desto besser sind noch die Ergebnisse, die man auch am Ende daraus erzielt. Ne? Weise Worte von diesem Mann. So. Ja, habe ich auch gelernt von dir. Ne? Ich würde sagen, war ein gutes Workout und wir gehen gleich einkaufen. Ne? Ja. Genießen wir den grünen Tee noch eben. Ja, du hast gerade einen schönen Satz gesagt und zwar ist es folgender Satz gewesen, ja, jetzt muss ich die Scheiße am Samstagabend machen und andere müssen es nicht, sage ich mal, andere sind jetzt feiern oder sonst was. Also ich persönlich kann dazu sagen, wenn du es wirklich so durchziehst über die 6 Monate, wirst du dich darüber freuen, dass du Samstagabend mal was gemacht hast. Und jetzt mal ganz ehrlich, du hast es gerade gesagt und es war scheiße in dem Workout. Also erstens, dass du es gesagt hast und das zweite, das Workout war scheiße, auch am Samstagabend. Aber wenn du es jetzt erledigt hast, sagen wir mal, es ist jetzt 8:45 oder 9 Uhr abends, wenn du es jetzt erledigt hast, bist du froh darüber oder bist du nicht froh darüber? Was würdest du sagen? Ich muss dazu auch sagen, es gibt ja auch andere Leute, die dann zum Beispiel sich sportlich betätigen. Das ist ja, ich bin ja jetzt nicht nur ich alleine, das ist jetzt immer Fakt, wenn man dann drauf sitzt und das dann macht, dann ist das im ersten Moment, denkt man das halt natürlich, dann sagt man dazu. Aber es gibt dann natürlich auch andere Menschen, die das machen und ich muss dazu auch sagen, man fühlt sich danach auch echt wohl besser. Also es geht auch ohne Saufen jedes Wochenende und so was oder beziehungsweise ohne, dass man sich die Hucke zuballern muss, weil man auch weiß, auch wenn viele das nicht gemacht haben und heute zum Beispiel ja, saufen gehen oder sowas, dass man selber dann sich nochmal auf den Arsch gesetzt hat und vor allem, ich tue es ja auch für eine gute Sache, für meine Gesundheit. So sieht's aus. So und jetzt gehen wir gleich noch einkaufen und dann sieht man sich. So, jetzt gehen wir, einkaufen. Wir haben eine kleine Wette, sag ich mal. Wir kaufen ein, packen einfach in den Einkaufswagen, was rein sollte, beziehungsweise was rein muss, was gesund ist. Für Hendrik im Einkaufen. Ja. Und wir machen eine kleine Wette. Jeder schätzt am Ende des Einkaufs ungefähr den Preis, ohne wirklich da nachzurechnen oder sonst was. Und wir wetten um 5 Minuten Intervall. Heißt ganz einfach, wenn er gewinnt, nehmen wir auf, wie er neben dem Laufband steht und mich nächsten Samstag, ja, sag ich mal, des Todes intervallisieren kann, sag ich mal. Und wenn du verlierst, bist du nächsten Samstag genauso dran. Ich hoffe natürlich, dass du verlierst, aber wir sehen ja gleich, wie das Ganze läuft. Wir geben euch gleich mal ein paar Einblicke ins beziehungsweise ins Einkaufen. Und die Intervalleinblicke, die kommen dann, sag ich mal, nächsten Samstag. Und dazu wird es dann ein Special-Video folgen, beziehungsweise ein Extra-Video. Freust du dich, falls du die machen musst? Sag mal. Naja. Begrenzt, oder? Begrenzt, ja. Okay. Weil du kennst dich, glaube ich, besser mit den Preisen aus als ich. Ja gut, aber ich habe schon so oft verloren, also das ist jetzt nicht das einzige Mal, dass ich recht haben würde, beziehungsweise verlieren würde. Okay, gut, wir fangen mal. Wir sind jetzt im Rewe, filmen mal hier alles. Was wir gebrauchen können, sind Cashewkerne. Ja, wir nehmen mal die Farmer Snacks, das ist mit Rosinen und alles dazwischen. Eine reicht dir, oder? Mhm. Dann geht's hier weiter. Ja, du musst auch so ein bisschen so, weißt du? Was können wir nehmen? Magst du Datteln? Habe ich noch nie probiert. Okay, dann riskieren wir das nicht, weil der Preis ist hier schon heftig, 4 Euro. Wir nehmen mal etwas, was du auch wahrscheinlich mögen wirst, sind Aprikosen. Hier einmal diese Aprikosen, also das ist jetzt so getrocknet mehr oder weniger. Wir gehen weiter. Und zwar, Bananen brauchen wir sowieso für vor dem Workout und nach dem Workout, also Pre- und Post-Workout. So, weiter geht's. Gemüse macht auch Sinn, richtig. Ein paar Tomaten. Und weiter geht's. So,
Und was ich für jeden empfehlen würde, vor und nach dem Burger statt den Erdbeeren, statt den Bananen vielleicht, wäre so ein Erdbeersmoothie. Also falls ihr mal keinen Bock habt, irgendwie eine Banane zu kaufen oder irgendwie sowas. Und dann machen wir jetzt außen vor. Ich denke, das hast du zu Hause, oder? Ja. Wir kaufen jetzt wirklich nur ganz grundlegend ein, damit ihr das Würzenbedürfnisse gefüllt hast, oder gestärkt für den Ernährungsplan. Dann kaufen wir Puttenpost, auch wieder zwei Paketen, so ungefähr. So, natürlich hier ist mein Favorite-Finger, ja? Wenn du filmst, musst du ein bisschen so filmen, ja? Dass man mich auch sieht. Orti, hast du nicht. So, hier ist mein Favorite. Harzer Käse, das ist natürlich sehr lecker. Hast du den schon mal gesehen, Herr Nordmann? Nein. Noch nie? Nein. Hast du das Video gesehen, wo ich den gegessen habe? Nein. Nein. Okay, dann packen wir den mal ein. Und später machen wir einen kurzen Ausschnitt, wie du den probierst, ja? So, jetzt filmen du mal wieder weiter. Wie gesagt, das hier, das Video wird jetzt nicht groß geschnitten, komplett hier und alles. Wir zeigen einfach, wie es real abgeht. Und dann hier einmal Frischkäse. Kerniger Frischkäse, yes. Ja gut, 4% Fett ist jetzt nicht so krass viel und der hat halt viel Eiweiß, wie man hier sieht, 13 Gramm, das ist viel. Als Alternative steht meistens daneben wäre dieser Hüttenkäse, der hat ähnliche Werte. Da haben wir 3,9 Fett und 12,3 Eiweiß. Gut, dann gehen wir mal weiter zum Fleisch. Und zwar ist das Ganze hier. Einfach eine Packung Hähnchenwurst oder Putenwurst, ist ganz egal, da tut sich nicht viel. Also ist schon teuer der Preis. Da habt ihr wohl hochwertiges Fleisch. Und was wir als nächstes nehmen, sind Vollkornbrot. Und zwar, welche Form ihr nehmt im Endeffekt, ist ganz egal. Hauptsache es sind Vollkornnudeln. So. Ich habe jetzt, beziehungsweise wir haben jetzt das Öl letztens schon gekauft und auch zu Hause. Wenn ihr Öl nehmt, dann nehmt das hier mit Omega-3-Fettsäuren. Dann werdet ihr auf jeden Fall die besten Werte haben und halt die essentiellen Fettsäuren. Kleiner Tipp für zwischendurch für die Massephase, das packe ich mir jetzt ein. Das sind Chronic Crunch, die sind so aus Hafer und Honig, die haben zwar sau viele Kalorien, ist wie gesagt für die Massephase, haben wir auf 100 Gramm 459 Kalorien, das ist echt schon krass und nichts für Orti heute. So sieht's aus. Hast du Haferflocken zu Hause? Haferflocken? Ja. Ja. Okay, gut. Also Haferflocken empfehle ich immer diese, Köln-Kernige, da stehen die auch gleich bei der Track-Tabelle, sag ich mal, oben direkt, 360 Kalorien auf 100. Natürlich, wenn ihr leichter haben wollt, beziehungsweise nicht so grobe, dann nimmt der andere. Noch ein Schmank her. Entweder diese Honig-Dinkelflocken, beziehungsweise Puffer. Die sind wirklich aus Dinkel oder halt diese Dinkelflakes. Die kann man auch zum Frühstück nehmen. Die kombiniert ihr dann mit Milch. Am Milch hast du, oder? Dann nehmen wir mal die 1,5er oder 0,3er Milch. Und was wir jetzt nicht mitnehmen, was man essen kann, ist zum Beispiel diese Wasa-Knäckebrot, Ballast. Stoffe oder halt Vollkorn, je nachdem, was man möchte. Ich finde diese ganz nice, aber das kannst du dir auch selber kaufen, dann übertreiben wir jetzt nicht. Den, wie gesagt, nur hoch durch. So, und jetzt das, was ganz wichtig ist, ist der grüne Tee. Wir ziehen mal gleich die ganze Chose raus, wenn wir überhaupt genug Geld mit haben. Ich hoffe, wohl. Okay, wie fahren wir da? 2, 4, 6. 8, 9. Das sollte reichen für ein paar Tage, glaube ich. Ja, dann nehmen wir mal die Glanz mit. Hast du Magerquark zu Hause? Ja. Okay. Also Magerquark wird auch in diesem Plan drin vorkommen. Welchen haben wir denn da? Also jetzt nicht diesen mit 40%, das wäre ja nicht so geil. Und Käse generell lassen wir erstmal raus. Also generell wegen Laktoseintoleranz. Vielleicht haben wir diesen drin als Käse und diesen Harzer Käse, aber generell bin ich nicht so Käse-Fan, weil es halt jeder Mensch ist auf einer bestimmten Art und Weise und zu einem bestimmten Prozentsatz laktoseintolerant, auch wenn viele das nicht wissen, aber ein bisschen Müdigkeit oder sonst was ruft das dann wohl hervor und da sollte man halt aufpassen, was genau man, sag ich mal, beziehungsweise wie genau man, wie viel Mengen man zu sich nimmt und was es auf einen, auf den Körper auswirkt, wie es sich auf den Körper auswirkt, so jetzt mal gesehen. Was jetzt für die Massephase ganz geil wäre, aber bei dir natürlich jetzt nicht, weil wir nicht in der Masse wären,
Erdnussbutter. Aber da sind die Kalorien auch krass. Da haben wir 635 Kalorien auf 100 Gramm. Das ist wirklich für die Leute, die nicht gut zunehmen können. Da zieht euch mal so ein Paket am Tag und dann habt ihr es auch. Bohnen haben wir letztens gekauft. Könnt ihr auch kaufen. Aber müsst ihr eben gucken, wie die eingelegt sind. Ob die irgendwie mit künstlichen Zeugs eingelegt sind oder mit Zucker oder keine Ahnung, wie man die einlegt. Je nachdem. Als nächstes nehmen wir die Milch, die 0,3. Die steht hier hin. Also wenn ihr Milch trinkt, dann achtet doch bitte drauf, dass ihr 0,3 nehmt, was ich gerade schon sagte mit Laktose. Also ich nehme das immer ein bisschen dazu, dass ich meine, sag ich mal, meine Speisen so ein bisschen würzen kann. Heißt ganz einfach, ich nehme die Milch, mache die in den Becher, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht und gebe die Gewürze da hinzu und mache ein bisschen Frischkäse rein, damit, sagen wir mal, die Nudeln halt besser schmecken. Und was dann Sinn machen würde, wäre Tomaten, passierte Tomaten, das ist dann sowas. Nehmen wir auch mal ein Paket mit, eine Packung von. Und ja, gucken wir mal weiter. Hier, Gewürze kannst du mal zeigen. Also Gewürze, da kriege ich so oft die Frage, ob alle Gewürze okay sind oder ob man irgendwelche Gewürze nicht nehmen darf. Also Gewürze könnt ihr wirklich alles nehmen, was ihr möchtet. Ob das jetzt Gesundheit langfristig nicht so gut ist, danach gehen wir jetzt nicht. Es geht halt nur ums reine Abnehmen und Zunehmen, aber Gewürze machen da nichts aus. Die könnt ihr konsumieren, wie ihr möchtet. So, und jetzt gehen wir mal zu den Genussmitteln. Hier müssen wir natürlich alles rauslassen. Hier in Ordnung. Filmen Sie doch einmal da lang. Einmal schön. Warte mal. Ich filme mal. So, sehr schön. Hier könnt ihr einmal gucken. Das ist die Schmausabteilung. Nimm mal den Einkaufswagen mit, Orti. Okay. So. Hoffentlich sitzt ihr jetzt mit Hunger vor dem Display bzw. vor dem Bildschirm. Ja, das hier sieht jetzt nicht ganz so geil aus. Sowas zum Beispiel wäre schon wieder nicht so gut, so eine eingelegten Erbsen und Möhren, das hast du letztens auch gegessen, also es war nicht ganz so geil, also das habe ich dir auch gleich gesagt. Ich habe nicht über den Zuckergehalt, wo genau. Das eingelegt ist, drüber nachgedacht. Also muss man mal eben gucken, wenn man Gemüse zum Beispiel hat, sollte man darauf achten, dass es so unter 40 Kalorien auf 100 hat. Und jetzt kommt noch das Genussmittel. Eigentlich steht hier Eistee, der ohne Zucker ist, aber ich habe schon alle leer gekauft, deshalb müssen wir diesen nehmen. Das ist der gleiche, nur ein kleiner, aber kostet natürlich ein bisschen mehr. Ja, den können wir auch nehmen. Diesen einmal. Und es gibt noch diesen hier unten, der ein bisschen teurer ist, von Lipton Zero. Also ihr könnt alle Zero- oder Light-Getränke trinken, ohne Probleme. So, dann geht's weiter, Herr Nordmann. So, hier empfehle ich ein bisschen Energy. Diesen bunten, der ist ganz gut, da. Der ist immer Zero. So, und jetzt kommen wir noch zu den Erdbeeren. Ja, das ist die Abteilung, wo die meisten natürlich kaufen. Schönen Kasten Bier. Da bin ich vor 3 Jahren auch noch schön einkaufen gegangen. Jedes Wochenende. Und du? Wann du das letzte Mal? Vor 2 Wochen, glaube ich. Ja, siehste. Also bevor er angefangen hat, da war die Motivation natürlich sehr, sehr hoch. Habe ich ihm noch eine Predigt gehalten am Samstag, aber er hat natürlich direkt gesoffen. Und das letzte, was wir haben, sind hier die Erdbeeren. Da nehmen wir ein Paket von. Die kosten zwar jetzt 1,55, aber hier seht ihr, was ich gerade sagte mit diesem Kalorienwert. 30 Kalorien auf 100. Gut, was schätzt du, wie viel Geld sitzt drin in diesem Einkaufswagen? Wir zeigen einmal alles. Das ist jetzt alles, was wir so kaufen. Es gibt noch Vollkornbrötchen, alles kombinierbar, aber das hast du alles zu Hause. Das war ja nur ein grober Einblick. Wie viel? Das hier jetzt. Ja, genau. Hast du ein Handy dabei? 50 Euro. 50, genau 50. 50 Euro. Okay. Gut. Ich mache jetzt mal eine richtige Arschlochaktion. Warte, film mich mal, ich speichere das mal eben kurz. Also, wie gesagt, es geht um 5 Minuten Strafintervall. Falls ich verlieren sollte, darf Hendrik bei mir Strafintervall machen, so viel er möchte. Und ich werde hoffentlich gewinnen, natürlich. Falls ich gewinne, darf ich natürlich bei Hendrik Strafintervall machen. Also ich schätze einfach mal, weil ich ein mieses Arsch bin, 50 Euro und 1 Cent. Also wenn ich über 50 Euro bin, beziehungsweise wenn der über 50 Euro ist, dann habe ich gewonnen. Und wir zeigen gleich im, sagen wir mal, sieht man das? Genau. Oh, da muss ich mal hin. Hier seht ihr noch eine andere Wette, wo ich das auch geschätzt habe. Auf jeden Fall, dann werdet ihr gleich im Auto das Ergebnis sehen am Hand des Kassenbons. Und dann sehen wir uns gleich. So, der Einkauf ist vorbei. Das ist der stolze Preis, 53,18 Euro. Ja, Herr Nordmann, Sie haben nicht schlecht geschätzt, will ich jetzt sagen, aber der
Gewinn geht natürlich wieder in Zwiers seine Tasche, beziehungsweise in Zwiers Tasche. Wir haben ja gerade über den Harzer Käse gesprochen. Ich habe den jetzt nicht gekauft, weil ich den als Genussmittel empfinde. Ich möchte einfach mal, dass du vor laufender Kamera probierst. Weil viele immer da sitzen, oh, der kann ja gar nicht so schlimm sein. Aber der ist jetzt gekühlt, der ist nicht annähernd so schlimm wie der, den ich damals gegessen habe, weil der irgendwie 6 Stunden in der Hitze lag. Aber öffne mal und probier ihn mal bitte, Herr Nordmann. Erstmal dran riechen. Und wie riecht der? Wie riecht der? Skala von 1 bis 10? Ja, 12, Junge. Okay, also 10 ist schrecklich, ne? Ja. Okay, probier mal. Oder erfreut sich jemand daran, dass wir den Einkaufswagen stehen lassen haben? Okay, Herr Nordmann, probieren Sie. Und wie schmeckt der? Möchtest du noch ein Stück? Jetzt beißt er nochmal. Und ich will, dass ich dich ankotze. Ey, du schmeißt man doch nicht weg. Okay, das musst du gleich noch wieder aufheben. Herr Nordmann, wie fanden Sie diesen Tag? Ich denke, der war erfolgreich für den Samstagabend. Du kommst gleich auf jeden Fall nicht mehr pünktlich zu dem Termin, wo du sein wolltest. Aber dafür hast du alle Gains gemacht, oder? Das ist so. Gut. Und ich habe einen schlimmen Käse probiert. Genau. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt doch einen Daumen hoch, falls euch dieses Experiment gefällt. Und am Montag lassen wir die Hosen runter und du wirst zeigen, wie viel du abgenommen hast. Und wenn der Wert nicht stimmt, dann wird das eine miese Folter. Und am Samstag seht ihr dann das Strafintervall, was 5 Minuten voller Freude sind, bis zum Montag, bis zur Weise, zum nächsten Video. Wir sind draußen. Bis dann. Ciao. Body Modification. 6 Monate bis zu deinem Traumkörper.